Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Terrain Sim Worlds 3 mit der Spirit of Steam Erweiterung. In der letzten Folge haben wir gezeigt bekommen, wie man eine Dampflok fährt. Und heute bekommen wir gezeigt, wie man eine Dampflok mit Kohle und Wasser betankt. Da bin ich persönlich schon mal ziemlich gespannt drauf, wie das in diesem Spiel funktionieren wird. Wir werden es gleich sehen, aber zunächst einmal, wenn euch diese Videos gefallen, beziehungsweise ihr auch mehr Videos von Terrain Sim World sehen wollt, dann lasst sehr gerne ein Like da, dann weiß ich Bescheid, dann wird es da in Zukunft noch weitere Folgen geben. Wir haben ja noch andere Züge, die wir fahren können, zum Beispiel den ICE oder irgendein Regionalexpress, da ist die Auswahl ja relativ groß bei Terrain Sim World, deswegen, ja, steigen wir mal aus und gucken, wie das funktioniert mit dem Betanken mit Wasser und Kohle. Drehen Sie den Wasserleitungsarm auf 100%. Okay, ich sehe jetzt hier keine Prozentanzeige, aber ich schätze mal, das könnten 100% sein. Ja. Klettern Sie auf den Kohlewagen. Wie kommen wir hier hoch? Hier. Ja, hier, okay. Hinaufklettern. Klappe auf. Und Schlauch nehmen. Genau, wunderbar. Und rein damit. Schlauch ist angeschlossen und der Kohlenwagen ist bereit zum Befüllen. Oh, Kohle aufgesammelt. Schalten Sie das Wasser ein und beginnen ja. Sie den Kohlenwagen. Da ist einiges an Kohle. Jetzt Wasserventil auf 100%. Machen wir und da läuft das Wasser schon in unseren Tank rein. Bin mal gespannt, wie lange das jetzt gleich dauern wird. Ich hoffe mal nicht allzu lange. Ah. Das ging dann doch schneller als gedacht. Der Tank ist jetzt voll. Das bedeutet, wir warten, bis der Kollege fertig geredet hat. Dann können wir hier zumachen. Jawohl. Geschlossen. Dann geht's wieder rauf. Und Schlauch nehmen. Und Schlauch wieder zurück. So, runter. Und wieder auf 0%. Tipp, top. Jetzt geht's ans Kohletanken. Ich schätze mal, dafür werden wir ein Stück zurückfahren müssen. Unter dieses, keine Ahnung, wie man es in Fachkreisen nennt, Podest, Abfüllstation, keine Ahnung. Alter, guckt euch mal diesen Zug an, wie lang der ist. Also bisher war noch kein Zug, den ich in Terrain Sim World 3 mit der Dampflok gezogen habe. So lang. Gut, keine Ahnung, ich habe noch nicht alle Missionen gespielt. Aber das hat mich jetzt doch ein wenig verwundert, dass er jetzt doch so, ja, eine große Länge hatte. Irgendwie habe ich das Gefühl, jeder zweite Satz, den ich gerade eben gesagt habe, hat sich zweideutig angehört. Obwohl er wieder absolut eindeutig gemeint war. So, jetzt aber weiter hier im Text. Kohleverlader. Jawohl, das hört sich eher nach der korrekten Bezeichnung von dem Ganzen an. Und stopp. Ah, wunderbar. Mittendrin. Angehalten. Laden Sie Kohle. Wird gemacht. 42%. Geht vollautomatisch, so wie es aussieht. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dass man jetzt nicht nochmal aussteigen muss und dann hier irgendwo irgendwelche Hähne öffnen muss. Gut, klar, wäre vielleicht noch ein bisschen realistischer, aber so ist es eigentlich auch ganz okay. Aussteigen und die Weiche verstellen. Okay, das machen wir natürlich direkt mal. Müssen wir da vorne hin. Neben dieses. Ja, okay, wahrscheinlich ist es das nicht. Aber es sieht so ein bisschen aus wie so ein Plumpsklo. Und wieso liegen hier überall diese Steine rum oder was das auch immer sein soll? Keine Ahnung. Wird sich bestimmt irgendeiner was dabei gedacht haben. So, nach links wollen wir nicht, wir wollen nach rechts. Und wir steigen wieder ein und fahren zur Haltestellenmarkierung. Das, was der Kollege hier gerade eben schon gesagt hat. Bremse lösen. Und, oh, zu viel. Da drehen unsere Räder durch, das wollen wir nicht. Und wir müssen jetzt zum Rangierbahnhof, zur Ausfahrt des Rangierbahnhofs fahren. Das ist da vorne, so wie es aussieht. Genau. Maximalgeschwindigkeit
15 Meilen pro Stunde. Okay, der Kollege hier rechts hat auch einiges vor. Auch einen relativ langen Zug. Oh, wir müssen anhalten, wir müssen anhalten. Bremse voll anlegen. Jawohl, gut, das war jetzt zu früh. Aber da vorne haben wir ein rotes Signal. Und wenn dieses Spiel eine Sache nicht mag, dann ist es, wenn man über ein rotes Signal fährt. Weil dann sofort alles beendet wird und durchgefallen, ja, nicht so gut. Sind für uns gestellt worden. Ja. Fahren Sie langsam rückwärts auf das Abstellgleis und halten Sie vor den Wagen. Okay, wird gemacht. Wir fangen schon an, nach hinten zu rollen. Da helfen wir der Schwerkraft doch ein bisschen nach und geben noch ein bisschen Dampf dazu. So, jetzt müssen wir rechtzeitig anhalten. Wir wollen ja nicht in den Waggon reinkrachen. Das wäre ungut. Stopp. Ja, der muss ein bisschen langsamer daran fahren. Okay. Ja, hat's doch gereicht. Ja, Hecklampe. Hecklampe wollen wir nicht. Wir wollen manuelles Ankuppeln. Ich habe das Gefühl, wir stehen zu weit weg von dem Ganzen. Ich glaube, ich fahre mal noch ein bisschen zurück, wenn das funktioniert. Wenn mich das Spiel das machen lässt. Ja, ist wirklich nur ein ganz minimales bisschen. Bremsen sind noch angelegt. Bremsen müssen natürlich gelöst werden. Stopp, 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 stopp. Volle Bremsung, volle Leistung. Nochmal runter. Jetzt müsste es funktionieren. Jawohl. Waggons sind angekuppelt. Alles klar, Chef. Machen wir. Tür zu. Hinsetzen. 75% vorwärts. Und dann kann es los. Ah, der Regler war einfach noch auf 18% gestanden. Die Zylinderhände, die können wir mal zumachen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil sonst drehen unsere Räder wieder durch. Das wollen wir nicht. So, langsam. Jawohl, sehr gut. Nee, doch nicht. Ein bisschen mehr. Ja, das könnte mir zu viel sein. Ja, also das ist echt ein bisschen, da muss man so ein bisschen Gefühl für entwickeln. Mit zu viel Kraft anfahren funktioniert hier einfach überhaupt nicht. Da drehen die Räder sofort durch. Das ist nicht so wie bei den modernen Zügen, die dann da irgendwie anfangen, das runter zu regeln oder ja, die Leistung anzupassen, damit die Räder nicht durchdrehen. Das haben wir hier natürlich alles noch nicht bei der guten alten Dampflok. Obwohl ich persönlich sagen muss, dass ich das auch ganz interessant finde, das wirklich mal alles selbst in der Hand zu haben und selbst steuern und regeln zu können, wie das Fahrzeug fährt. Ja, also finde ich sehr gut. 1 km/h zu schnell. Das geht ja mal gar nicht. Ja, schon mal direkt anfangen zu bremsen. Regler ist geschlossen. Und da vorne ist unser Anhaltepunkt. Ich denke mal, den werden wir noch ein Stück weiter. Ja, toll. Reicht nicht. Wir müssen noch mal ein bisschen nachhelfen. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Und stopp. Kombinationsbremse, volle Leistung, Ziel erfüllt. Ja, sieht doch ganz gut aus. Gesamtpunktzahl 2435, benötigte Zeit 14:33, 1,0 Meilen. Tipptopp, alles. Und damit wären wir schon wieder am Ende dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Habt jetzt alle noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.